damit herzlich willkommen und einen schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen die Grizzlies aus Wolfsburg. 2:3, der Endstand aus Krefelder Sicht vor 3523 Zuschauern. Die Trainer sind da. Pat Cortina für die Gäste aus Wolfsburg, Brandon Reed für die Krefeld Pinguine. Herr Cortina, Glückwunsch zum Sieg. Congrats on the win. Your summary of tonight's game. Ja, guten Abend von meiner Seite. Danke. Es war ein ganz eng, ganz knapp Spiel. Glaube ich, erster Drittel, Anfangphase. Wir waren vielleicht die bessere Mannschaft. Wir waren aktiv. Wir haben viel Schützenläufe etwas kreiert. Paar große Torchancen. Ein Tor geschossen. Aber nach unserem Tor, vielleicht Krefeld hat das Spiel gefunden ein bisschen und waren im Spiel. Zweite Drittel, ich glaube, Krefeld war ganz besser als uns, aber unsere Unterzahlsituationen, wir waren sehr gut in diese Unterzahlsituationen. Das hat uns, glaube ich, Kraft und Momentum gegeben. Dritte Drittel, wir haben gespielt, wir waren aktiver als zweite Drittel. Ja, gut. Endlich ein Sieg für uns, aber es war knapp. Dieses Spiel könnte in beide Seiten gehen, uns oder Krefeld. Und ja, zum Glück für uns ein sehr wichtiger Sieg nach dieser viel zu viel Niederlage in Folge. Ja, ich wünsche Brandon und seiner Mannschaft alles Gute für die nächsten Spiele. Danke, Pat Cortina. Brandon, your summary of tonight's game. As a team that haven't won in 7 games, it's not enough. That first period was embarrassing. We didn't compete. We lost battles. We throw pucks away. Half the guys played like they didn't want to be there. And that's not how we do things here. You got to want the puck. You got to want to win battles. Right now, our power play, we could have won the game with the power play. And you create momentum with the power play. It's not when you sit back and relax. You go more to work. And we just think it's going to happen because we've got a power play. It's frustrating. And it's not how we want to play the game, and with the way things are going right now, we need guys to step up as leaders and show the way. Top players got to compete as well, not just when we're down by a goal, right from the start of the game, so everybody else can follow their lead. And I thought Wolfsburg played a good, solid game. It's disappointing because I think, with the opportunities that were put in front of us, we didn't grab those tonight. And we have to be more hungry if we want to win a game. Plain and simple. Danke, Brandon. Also, er sagt ganz klar, so mit einem, oder als Mannschaft, die jetzt gerade 7-mal hintereinander verloren hat, ist das einfach zu wenig. So läuft das hier nicht. Sagt er, ist also wirklich enttäuscht von seiner Mannschaft. Hat gesagt, das erste Drittel, ja, das war fast peinlich. Da haben wir viele Zweikämpfe verloren, haben Pucks einfach weggeschenkt. Und einige Spieler haben so gespielt, hat Brandon den Eindruck, als würden sie gar nicht gerne hier sein. Und so läuft das eben nicht. Das Powerplay hat er angesprochen, da fordert er einfach mehr Einsatz, da muss mehr kommen. Sein Eindruck war, dass das vielleicht ein bisschen zu selbstverständlich genommen wird. Da wird schon was passieren und das reicht eben nicht, so wie es da gelaufen ist. Also wir brauchen alle Spieler, sagt Brandon, auch die Top-Spieler, die müssen jetzt vorangehen, müssen da als Leader auftreten. Wolfsburg hat solide, hat gut gespielt. Trotzdem ist er natürlich enttäuscht, weil heute die Gelegenheiten zum Sieg da waren. Herr Cortina, auch Ihre Mannschaft hat gerade eine Niederlagenserie jetzt beendet. Wie wichtig ist es, nach so einer langen Serie so ein Spiel zu gewinnen? How important is it to win after you had also 7 losses in a row? How important is it as a team to win again? It's important for numerous reasons. Teamgeist, glaube ich.
Ich glaube, wir haben gut gespielt, aber wir haben nie gewonnen und nicht oft gewonnen. Und, you know, when you're not rewarded for the work you put in, sometimes it's very difficult and challenging to keep investing. So, you know, hopefully this win will make it easier for us to believe and to invest. And we definitely have to get better, but it's easier to do that if you have some success. So, extremely important for our team. Danke, also ich fasse es noch eben zusammen. Natürlich ist es aus vielen Gründen wichtig, ich sagte gerade für den Teamgeist ist es wichtig, wenn nach so einer Niederlagenserie, Wolfsburg hatte auch 7 Niederlagen hintereinander, so ein Sieg wieder kommt. Man fängt dann natürlich an zu zweifeln, man investiert vielleicht auch nicht mehr so viel, wie man eigentlich investieren muss, und natürlich hilft es, wenn man dann Erfolg hat und dann auch für Arbeit belohnt wird. Brandon, during this week, you criticized a couple of players in public. Did that have an impact on tonight's game? I think it's aware in the dressing room, guys who are not performing, not playing consistently. I didn't call names personally, but I've played before. You know when you're not playing well, you know when you're not doing the right things, and you know, 6 games, that's enough. 7, now 8. You know, we need to be accountable as a group, individually, as players. And you know, for me, I want to get the best out of the guys. Sometimes you need to ruffle a couple feathers, and you know, you see the compete in the, you know, mid second and in the third, and but we've been shooting ourselves in the foot early on in the games, and we have to be ready, and we need to see that from our top guys. You know, our you know, I don't care if they score right away, but they got to make some energy and show some life and lead by example. And it's frustrating as a player, as a group, to find that, but you have to push through that threshold to find it. It's not easy. It's a lot of work. And we expect our guys to push through that, and yeah, it's frustrating, and it's, you know, you see bits and pieces of it, but you know, it's a tough time mentally for the guys. I get that. Everybody involved, and that's the only way we're going to get through it is if we keep on. We have to pull the same way, and we got to push every day. So. We got to turn the page, and we got to work harder. We got to do more. We got to practice more. We got to video more. We got to do all the things. That's it. Thanks. Also, er sagt, in der Kabine ist jedem klar, dass das eigentlich zu wenig ist. Logisch, jetzt mit nach dem Spiel heute 8 Niederlagen hintereinander. Er hat auch in der Woche keine Spieler persönlich mit Namen angesprochen, sondern generell klar gemacht, dass hier irgendetwas nicht gerade gut läuft mit dieser Niederlagenserie, und es ist auch klar, dass die Mannschaft weiß, dass sie dafür verantwortlich ist als Gruppe, und manchmal, sagt er, muss man da halt auch mal auf den Tisch hauen, um da vielleicht nochmal so ein bisschen Leben reinzubringen. Das erwartet er auch von seinen Top-Leuten, dass die eben leading by example, also vorangehen, selber da mehr investieren. Im ersten Drittel, sagt er, haben wir uns eigentlich selber in den Fuß geschossen, wie das da gelaufen ist. Ob die Top-Leute jetzt erstmal scoren, ob die vorbereiten, ist eben erstmal egal und zweitrangig. Da muss einfach mehr Leben in die Mannschaft kommen. Und es geht jetzt eben darum, wirklich die Sachen, die man jeden Tag macht, einfach nur mehr zu machen, mehr Videoanalyse, noch mehr im Training hart zu arbeiten. Jeder muss da an jedem Tag an einem Strang ziehen in die gleiche Richtung. Gibt es Fragen aus der Runde? Das ist heute ausnahmsweise nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise. Für euch geht es weiter mit 2 Heimspielen. Sonntag gegen Iserlohn, dann zu Hause gegen Nürnberg. Für uns geht es am Sonntag nach München. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag zum Heimspiel gegen Ingolstadt. Dazwischen sind wir am Donnerstag noch in Iserlohn. 14 Uhr ist dann am Sonntag nächste Woche das nächste Heimspiel hier gegen Ingolstadt. Schönen Dank für den Besuch, einen schönen Abend, schönes Wochenende.